Video. So, das Setup steht. Ich steh auf einer Palette, damit ich hoch genug bin. Ja, ist auch gut. Ja, wir haben hier ganz tolle Spielsachen. Zum Beispiel, wenn man was hören will, was muss man dann drücken? Wenn man jetzt zum Beispiel hier eine Hi-Hat haben möchte oder eine Bassdrum, dann sucht man sich einfach hier ein Pattern aus, zum Beispiel 15, drückt Schreiben und dann sieht man, ach guck mal, hier sind ganz viele Bassdrums, dann machen wir uns an und schwupp kommt ein Sound. Und dann wenn die jetzt länger haben will, die Bassdrum. Ja, was macht man dann? Nimmt man den Decay? Ja, mach mal. Na, ich glaube, das hört man über das Video nicht. Aber man könnte mal die Hi-Hat zeigen, da hört man es. Machen wir mal die Hi-Hat dazu an. Gucken wir erstmal auf die. Wo die ist? Ah, da ist sie. Jetzt machen wir sie mal lang. Ja, mach mal lang. Sehr schön. Und jetzt kannst du nicht mal ein melodiöses Instrument, zum Beispiel diesen Arturia, dazu fahren? Dann hast du ja gar keine Hände frei, um noch was anderes zu machen. Was machst du denn dann mit dem Gerät? Ah ja, verstehe. Sehr, sehr schön. Sehr schön. Ja, und dann haben wir hier noch so Tasten, da kann man zum Beispiel auch eine Hi-Hat abfeuern. Oh, die ist ganz schön leise. Oh, da ist noch eine Snare mit drauf, da Hi-Hat, hast du das? Nee. Ah, das bist du. Ja, genau, oder man nimmt noch eine Bassdrum hier. Oder vielleicht einen Synthi-Sound. Oder man geht in einen anderen Track rein und sucht sich da einen Bass raus. Noch eine Hi-Hat? Ah, die ist nicht so stark. Wir gehen mal ein bisschen weiter runter. Zum Beispiel, ja, hier eben. Haben wir hier zum Beispiel. Ja. Kann man auch schön filtern. Kommt da raus, ja, aus dem Ding.